Dann wollen wir mal weiter. In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Bis Tikoti bemerkt, dass er unterlegen ist, könnte das Tal schon überrannt sein. Ginge es nicht auch um den restlichen Clan, würde ich den Tag begrüßen, wenn sein Stolz zerfällt. Okay. Na, vielleicht könnten wir ihn umstimmen. Eher versetzen wir Berge. Den Popo. Warte mal. Das ist nichts, ne? Ich sollte lieber auf die Pfeile gehen. Die sind nicht ganz so teuer. Da sind wir. Das Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Das ist ganz schön groß. Wow. Aber Schur, mein Guter, wie geht's dir? Hast du den Tag gut überstanden? Du da! Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Ja gut. Es ist ein Anfang, sagen wir mal so. Ist schon krass, wie viel und lang die Cutscenes hier sind, ne? Ich übernehme das Reden bei Tikoti. Wir werden sehen. Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Ich bin ganz ehrlich, mir wäre so ein bisschen kalt, ne? Okay, wir erkunden erstmal, bevor wir irgendwas machen. Können wir was? Können wir nicht? Können wir nicht? Okay, Munition. Wenigstens etwas. Gut. Was haben wir hier? Alles nicht so berauschend. Schmann 1989. Jetzt können wir Bashur fragen. Lara wegen der Sprache. Ja, frag ihn doch. Frag ihn. Meine doch. Kraft ist dein. Ehre und Kraft. Warte mal. Da. Ah.
Okay, hier kann ich kochen. Gehen wir mal da hin. Boah, also diese Marker sind auch so ein bisschen eklig. Möge deine Rüstung bestehen. Danke. Soll ich denn da hochkommen? Hört auf eure Inf. Wie soll ich denn da hochkommen? Wieso kann der da hochklettern und ich nicht? Das ist total sinnfrei. Na, so eine nette Begrüßung. Wie war die Antwort? Nicht sehr hilfreich. Ihre Maschinen waren anders als die, die heute durch die Wildnis streifen. Und ihre Geheimnisse starben mit ihnen. Schade. Das ist jetzt gerade Hauptstory. Ja, im Leben mir genauso. Wir haben einen Färber gefunden. Okay. Okay. Also, wir haben zurzeit das an. Oh, warte. Ja. Oh. Warte. Okay. Ich finde ja, Lila steht, ey, Leute. Der gerade genießt. So. Was war hier? Achso, das sind wieder hier die Tattoos und so. Nee. Lea haben erzählt, die Rebellen seien im Anmarsch. Das war ein ganz schöner Sturm. Den Hain angreifen. Nein, also wie schon gesagt, das hier aktuell ist so oder Hauptstory, so keine Krieg entschieden. Nach ewigen Zeiten machen wir mal wieder ein bisschen Hauptgeschichte. Ich lasse mir halt sehr viel Zeit mit dem Spiel. Eine Fremde und ein verstümmelter Marschall. Ein Spektakel. Erinnert mich an meine Heimat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich mieden oder wenn sie mich anstarrten. Ich würde Ersteres vorziehen. Wir sind da. Eine Fremde und ein Verstümmelter. Okay. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Boah, schmatz mal leiser. Gibt's ja gar nicht. Der Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch
euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Grodda bei der Gesandtschaft. Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier, zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hekaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Ich glaube, Aloy hat eine Idee. Gesundheit. Meine Kraft ist dein. Wie geht das? Ich weiß auch nicht mehr als du. Kannst du dir vorstellen, wie kriegen wir die Mauer kaputt? Sie ist vielleicht nicht so stark, wie Tecote glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Sei immer wach. Nope. Fremde. Komm, wir handeln. War's das schon, Fremde? Ich muss mal eben nach. Wart's nur ab. Ich komm vielleicht gleich wieder. Ich muss etwas weiter von der Mauer weg, damit ich sie richtig scannen kann. Okay, scannen wir die Mauer. So, scannen wir. Okay, scannen wir die Mauer. Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Ach ja. Wo kommt dieses Wasser her? Leon, herzlich willkommen. Hallöchen. Fließt Wasser in die Mauer. Vielleicht in einen Hohlraum. Ich müsste die Steine rausstellen können. So, ich scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Wenn ich den hochjage, bloß wie? Ja, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Ja gut, aber dann wissen wir jetzt wenigstens, was wir tun müssen. Besorgen wir uns etwas Sprengstoff, Tobi und Digger. Hallöchen. Fallen! Ja, mit Ziel!
gleich. Die Wachen sagen, du kriechst an der Mauer rum wie eine Ratte. Was? Was im Namen der Zehn hast du vor? Tecote sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Ich mag ihre Einstellung. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Der will nicht mitmachen, also springen. Ich mein's ernst. Kaboom. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Komm mit. Nein, ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Hikaru hat dir befohlen, mir zu helfen. Willst du ihm trotzen wie dieser arrogante Dreckskerl? Das war ein gemeiner Vergleich. Ich mag ihn. Oh nein, ich hab's gesagt. Das die Rebellen lagern vielleicht noch östlich von hier. Und was dann? Wir beide gegen alle von denen? So ungefähr, ja. Tja, dir fehlt es an Vernunft. Aber Mut fehlt dir nicht. Also, das ist jetzt sehr schlecht, dass ich gesagt habe, dass ich ihn mag. Ne? Mit Tecote. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Das stimmt. Wenn wir deinen Plan überleben, erzähle ich's dir vielleicht. Ich nehme dich beim Wort. Ich habe Schneeflocken im Gesicht. Ja, ist ja doof. Das ist ja doof. Aber die schmelzen bestimmt. Wir nähern uns dem Ort, an dem wir zuvor die Rebellen sahen. Oh, oh, warte. Tja, jetzt haben die Rebellen wohl jede Menge Feuerkraft. Fertig! Abmarsch! Das ist die Figur, die hinten in meiner Vitrine steht. Ach, Scheiße. Du wolltest eine Kanone. Das Ding hat welche. Aber es wird nicht leicht zu erlegen sein. Vor allem nicht so. Ich erledige den Großen. Übernimm du die anderen. Ich folge dir. Ja, warte. Ich will nur einmal ganz kurz zwischenspeichern. Zeit zu kämpfen. So. Ich warte nur speichern. Vielleicht ist da irgendwas, womit ich das Ding erledigen kann. Mein Fokus kann helfen. Es kann. Wir haben sie. Haben.
genau, spreng mich selber in die Luft. Ich lasse meine Schlinge reden. Bist du trotzdem. Der Tod ist die schwerste Lektion. Sterben. Wir kämpfen zusammen. Why? Und Marie, hallöchen. Oh Gott, kann ich mich sammeln. Bringen wir ihnen Respekt bei! Mann! Warum treffe ich nicht? Ja, moin.
Shit, 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 shit. Das hilft. Aha. Alle erledigt. Und jetzt? Zur Kanone. Warte. Jetzt einsammeln. So, Kühlsaft. Willkommen zurück. Das solltest du tun. Ja. Ja, Jasmin, das hört sich nach einem Plan an. Okay, nehmen wir die Kanone. Die leih ich mir aus. Ich hab den doch schon. Ah, okay, da ist die andere in der Hand. Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hm. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Ja, Gott sei Dank. Also halt ein guter Backesel, würde ich behaupten. Mach dir. Hey, du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Die Rebellen und ihre Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Mhm. Glaubst du wirklich, dieses Ding kann uns helfen? Wir werden es sehen. Ich hasse Einkaufen. Ja, kenne ich. Ich war heute auch einkaufen, aber ich habe eine Zeit erwischt, da war es relativ leer. Bedeutet, dass ich dann nicht so viel Probleme hatte, Gott sei Dank. Wer nicht? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der einkaufen gerne macht. Bitte sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Kommt sofort. Und? Na los. Ja, okay. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle freizulegen. Es klappt! Es explodiert. Was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen belagert. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Macht und unten ist er. Genau so, Morpher. Genau so.
Was hast du getan? Keine Mauer zum Verstecken mehr, Datekote. Jetzt musst du zu Hekaro. Niemals. Niemals. Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsklans in der Arena. So einfach kann's gehen. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hekaro. Wir sehen uns zu Kulrut. Gut. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Ah, er ist mir viel zu sympathisch, das ist nicht gut. Oh, dann wird er leiden, gegebenenfalls sterben. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Diese Kaplanen suchen, Gera. Ja. Ja, sollte. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Mhm. So, lass mich mal eben gucken. Gehen wir eben da hin. Da Bumse macht und unten ist er. Guck mal, sie trägt sogar Rad. Ehre und Kraft. Vorbildlich, diese Aloy. Vorbildlich. Kann Hekaro das Bollwerk ersetzen? Oder wird er auf? Der Himmel ist mal zu handeln. Keine Kulrut, um seinen Mut zu beweisen. Gut.